Gut, das haben wir hinbekommen. Wir sind auch wieder full life. Das finde ich doch sehr... sehr nett. So. Können wir mal ein bisschen Zeugs einsammeln. Und dann machen wir uns ganz schnell aus dem Staub. Und gehen zu Son Gokus Haus. Oh oh. Huch, der Krach kam von da drüben. Das sollte ich mir mal ansehen. Schaue nach Chichi und dem Rinderteufel. Ein paar Boroter. Was ist das für ein Lärm? Ist das da Chichi? Jemand greift Chichi an. Gar nicht gut, ich muss ihr helfen. Zurück, ihr mechanischen Fieslinge. Lasst mich in Ruhe. Chichi, pass auf. Trunks, bist du das? Ja, was sind das für Roboter? Sie sind einfach so aufgetaucht und haben mich angegriffen. Okay, überlass das mir. Such dir ein sicheres Versteck. Nein. Ich kann nicht zulassen, dass du gegen diese Dinger kämpfst. Kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Bin viel stärker, als ich aussehe. Okay. Es. Chichi, bist du verletzt? Nein, alles gut, obwohl ich mit diesen Rostkübeln auch selbst fertig geworden wäre. Schön zu sehen, dass du immer noch voller Energie steckst. Ja, auch wenn ich nicht so aussehe, ich kann noch kämpfen. Ich bin froh, dass du gekommen bist, Trunks. Danke. Kein Problem. Was hast du gemacht? Ich? Oh, ich hatte nur nach den Feldern gesehen und war auf dem Weg nach Hause. Cool, ich begleite dich zu deinem Haus, nur für den Fall, dass noch mehr Roboter auftauchen. Wirklich? Na dann, sei mal mein Leibwächter. Jawohl. So früh weggedrückt. Ach, heje. Der Schwede ist alt geworden, sag ich da nur. Trunks, mein Junge, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du Chichi gerettet hast.
Weißt du was? Vegeta wäre stolz auf dich. Ach, das wäre doch nicht der Rede wert. Nichts? Kein Grund, so bescheiden zu sein, Trunks. Du hast gekämpft wie mein Son Gohan, als er noch klein war. So desu ka? Wirklich? So ja, uwasa de kiiteru da yo. Gohan to issho ni ome ga jinzou ningen to tatakatteru tte na. Oh, da fällt mir ein, ich habe gehört, dass du Son Gohan geholfen hast, gegen diese schrecklichen Cyborgs zu kämpfen. Ach ja? Matsui so. Sonna uwasa ni made natteru nante. Kaasan ni barecchau. Nicht gut, gar nicht gut. Wie hat er davon erfahren? Wenn er es weiß, findet es meine Mama vielleicht auch heraus. Ja, tja, naja, man sollte nicht alles glauben, was man hört, nicht wahr? Oh, dann stimmt das also nicht? Ich würde sagen, das ist gut. Genau, diese Cyborgs sind viel zu gefährlich, als dass ein Kind wie du gegen sie kämpfen sollte. Mir gefällt nicht mal, dass Son Gohan gegen sie kämpft. Er hatte das Zeug zum Weltklasse-Gelehrten. Ich weiß, wie du dich fühlst, Chi-Chi. Aber Son Gohan hat seine Entscheidung getroffen. Er ist unser Junge und wir sollten ihm vertrauen. Wir müssen einfach hoffen, dass ihm nichts passiert. Son Gohan kämpft nicht, weil er es will, sondern weil er es muss. Und trotzdem denkt er an dich und macht sich Sorgen. Zumindest glaube ich das. Du hast recht. Wie auch immer, wenn du ihn siehst, sagst du ihm bitte, dass er weiterkämpfen, aber ab und zu auch mal versuchen soll, nach Hause zu kommen. Mache ich. Okay, tja, ich sollte jetzt besser wieder zurück. Passt auf euch auf, ihr beiden. Danke, richte Bulma meine Grüße aus, okay? Eine sichere Rückreise. Danke, Moment. Könntest du vielleicht meiner Mama nichts davon erzählen, dass ich angeblich Son Gohan helfe, gegen die Cyborgs zu kämpfen? Das stresst sie nur. Ja, natürlich. Ja, Rinderteufel Ehrenmann. Jawohl, Dinosaurier totboxen. Ach Gott, der kleine Son Gohan da. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Auch wenn es schon so lange her ist, wie wir als kleiner Son Gohan da rumgerannt sind. Ja, das ist schon Ewigkeiten her. So, und wir sollen wieder in die westliche Hauptstadt. Ich weiß, es geht über Select schneller, aber ich finde es so irgendwie cooler. Keine Ahnung, muss dann nur einen Knopf drücken. Und man verbringt halt mehr Zeit mit dem Hochschweben, ne? Als ob es jetzt wirklich schneller ist. Naja. Sei es dahingestellt. Ich mach so, wie ich lustig bin. Ha! Gohan! Trunks! 今日はもう帰ったんじゃなかったのか?
Oh hey Trunks, ich dachte, du wirst für den Rest des Tages nach Hause gegangen. Eigentlich habe ich deiner Mama und deinem Opa einen Besuch abgestattet. Oh. Ehrlich, warum das denn? Gohan-san ga shinpai shite ta kara, yousu o mite kitan desu. Chotto torabru wa arimashita kedo, genki sou deshita. Du hast gesagt, dass du dir Sorgen machst, also habe ich nach ihnen gesehen. Es gab ein kleines Problem, aber es geht ihnen gut. Torabru? Ein kleines Problem? Hai. Henna kikai ga chichi-san o osotte tan desu ga, boku ga koushite okimashita. Ja, irgendwelche komischen Maschinen haben deine Mutter angegriffen. Aber ich habe mich um sie gekümmert. Ernsthaft? Oh nein, ist mit meiner Mutter alles in Ordnung? Ja, sie hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Da bin ich erleichtert. Vielen Dank, Trunks. Ehrlich. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du nicht da gewesen wärst. Chichi wollte, dass ich dir etwas sage. Die meinte, du sollst weiterkämpfen, aber versuchen, ab und zu auch mal nach Hause zu kommen. Oh, jetzt gerade kann ich natürlich nicht gehen. Aber ich sollte wohl lieber regelmäßig nach Hause, um nach dem Rechten zu sehen. Das würde ihr gefallen. Genau, apropos. Familie, du solltest lieber auch nach Hause, bevor Bulma sich noch Sorgen macht. Stimmt, bis später. Wenn ich wirklich alle beruhigen will, muss ich die Cyborgs besiegen und der Welt den Frieden zurückbringen. Story-Belohnung. Oh, Cutscene, cool.次に襲撃が予想される付近の住民は速やかに避難を。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ。たまには帰ってこいって。母さん、もう少しだけ待っていてください。実の人間を倒して必ず戻ります。翌日、トランクスとゴハンは決意も新たに修行に励んでいた。Was ich mich gerade frage, während der Cutscene habe ich mal kurz drüber nachgedacht. Und zwar, das Ganze spielt ja nach der Freezer-Saga. Das bedeutet, die wissen, dass auf Namek die Dragon Balls sind. Und ich frage mich jetzt halt einfach so ein kleines bisschen, warum sind die nach Son Gokus Tod nicht nach Namek geflogen und haben Son Goku zurückgewünscht? Ich meine, das müsste ja eigentlich gehen mit den namekianischen Dragon Balls. Oder greift da auch diese Regel, dass er nicht an einem natürlichen Tod sterben darf? Oh, da bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber naja, das wollte ich nur mal kurz anmerken, das waren gerade so meine Gedanken. Ja, am nächsten Tag setzten Trunks und Son Gohan ihr Training mit neuer Entschlossenheit fort. Okay, fangen wir mit dem Training an. Was machen wir heute? Noch ein Sparringskampf? Das ist wichtig, aber ich möchte, dass Trunks schnell Super Saiyajin werden. Von da an beginnen wir.
das können und werden wir tun. Aber ich glaube, wir sollten uns darauf konzentrieren, dich zu einem Super Saiyajin zu machen. Fangen wir also damit an. Tut mir leid, dass es nicht so gut läuft. Ich glaube, ich kann heute kein Super Saiyajin werden. Niemand hat behauptet, dass es einfach ist. Keine Sorge, wir lassen uns Zeit damit. Okay. Yo, das scheppert schon wieder. Diese Explosion, das müssen die Cyborgs sein. Ich kann nicht zulassen, dass sie noch eine Stadt zerstören. Dann lass uns losgehen, Son Gohan. Nein, Trunks kann sich immer noch nicht in einen Super Saiyajin verwandeln. Er ist noch nicht bereit für diesen Kampf. Ich komme wieder, du bleibst hier. Warte, Son Gohan. Ich kann mitkommen und dir helfen. Du bist noch nicht bereit, es mit ihnen aufzunehmen. Bleib erst mal hier. Aber jede Hilfe wäre doch besser als nichts, oder, Son Gohan? Na schön, aber versuch mitzuhalten, okay? Und übertreib es nicht, wenn du das Gefühl hast, dass es zu viel wird. Danke. Okay, gleich mal wieder gegen die Cyborgs fighten. Die Drecksäu... Entschuldigung. Transformationen. Ja, das kennen wir doch schon. Ja, ich hab mich doch schon zum Super Saiyajin verwandelt. Für euch habe ich keine Zeit. Es reicht jetzt, Cyborgs. Wie konntet ihr Monster das nur tun? Oh, super, ihr schon wieder? Wie langweilig. Erledigen wir sie, damit wir weiter Spaß haben können. Es gibt noch eine Menge viele interessanter Menschen zu töten. Das lasse ich nicht zu. Son Gohan, lass mich dir helfen. Na gut, du kannst mir unter die Arme greifen, aber versuch dich nicht direkt in Gefahr zu begeben. Okay. Okay. Besiege alle Gegner. Ja, beruhigt sie. Mann! Drückt die ganze Zeit die falschen Knöpfe, weil Son Gohan halt nicht richtig eingestellt ist. Aber ich kann Son Gohan, glaube ich, nicht einstellen. Also seine Fähigkeiten auf die richtigen Tasten legen. Ich drücke halt immer Dreieck für Kamehameha. Aber das ist halt kein Kamehameha. Ich hab schon wieder gedrückt. Hey.
Ich hab schon wieder gedrückt. Und krieg schon wieder aufs Maul. Und Selbstverarztung habe ich als von Gohan ja auch nicht, ne? Wo sind die anderen von uns? Die haben wir erstmal laufen. Oh, cool, danke. Es nervt. Ich muss mal ganz kurz gucken. Was kann ich denn? Ich kann laden. Ja, super. Zurück zum Titelbildschirm, erneut versuchen. Ja, ist ja echt toll. Ja, keine Ahnung, wie ich das gerade machen soll. Ich muss mich wirklich dran gewöhnen, dass so ein Gohan eine andere Fähigkeitenbelegung hat. Mann, die lassen mich halt nicht in Ruhe, ey. So, jetzt aber. Okay, Trunks. Wahrscheinlich kann sie meinen Kamehameha canceln jetzt. Yo, wie sollst du das denn schaffen, ey? Das ist ja ultra schwer. Okay. Z-Kombo. Ja, das bringt ja gar nichts. What the fuck? Es macht ja gar kein Damage. Was ist denn das?
Hey, Set Combo. Nein! Diese Scheiß-Tastenbelegung! Ich hätte ihn gehört besiegt. Nein, ich drück wieder Dreieck, weil ich Kamehameha machen wollte. Mann, warum darf ich so einen Gohan denn nicht einstellen? Mich nervt das gerade. Sorry, dass ich schon wieder salty bin. Aber wirklich, das nervt einfach. Das ist so unnötig. Ja, natürlich kannst du ausweichen. これ以上お前たちの好きな Ja, okay, ja. Ja, ich darf nichts machen. Ich muss mich one-shotten lassen, ist cool. Ich drück einfach wieder die falsche Taste. Es ist so nervig. Und wieder. Es nervt so sehr, wirklich. Oh, sie ist benommen und Z vom Mob. Nochmal. Okay, sie haben wir down. Jetzt kommst du dran zu 17, bitte mal hin. Und benommen, jawohl. Keine Zeit verlieren. Immer schön in die Fresse.
Nein! Trunks. Ja, überlebt das einfach. Oh, Junge, ey, war das schon wieder ein Fall. Holy shit. わけじゃないぞ。わあ、トランクス。この程度で勝てると思ってたのか。これでおしまいにしてあげるよ。おやおや、逃げ足だけは早いようだな。 図体はでかいくせにちょこまかと。どこに隠れたって無駄だよ。 人造人間はいないのか。ああ、ごはんさん、腕が、ごはんさん、ごはんさん、よかった、まだ息がある。早く家に連れて帰ればきっと大丈夫だ。くそ、人造人間は強かった。僕はまだご飯さんの足手まといだった。